Die vergangenen Monate von Julian Weigel waren alles andere als einfach. Während seine Teamkollegen von Borussia Dortmund die Bundesliga-Hinserie rockten und souverän zur Herbstmeisterschaft marschierten, blieb dem 23-Jährigen meist nur ein Platz auf der Bank, wenn überhaupt. In 5 von 17 Bundesligaspielen in der Hinrunde stand Weigel überhaupt nicht im Kader, ganze 4 Mal kam er zum Einsatz. Weigel hatte auch das Pech, dass auf der 6, seiner Lieblingsposition, die beiden Neuzugänge Axel Witzel und Thomas Delaney so dermaßen einschlugen, dass BVB-Trainer Lucien Favre kaum eine andere Wahl hatte, als auf diese Kombination zu vertrauen. Weigel in der Hinrunde größtenteils nur Zuschauer, so blieb Weigel größtenteils die Zuschauerrolle, bis er beim letzten Spiel in der Hinrunde plötzlich gebraucht wurde. Jedoch nicht auf der Doppel-6, sondern in der Innenverteidigung, wo nach den Verletzungen von Manuel Akanji, Abdou Diallo und den Axel Sagadou plötzlich Notstand herrschte. Das Experiment glückte, der BVB schlug Borussia Mönchengladbach in Leipzig am Samstag, sah es trotz der kurzen Winterpause nicht anders aus. Weigel musste erneut hinten aushelfen, bildete mit Diallo die Abwehrzentrale. Wieder sprang am Ende ein Sieg heraus, diesmal sogar zu 0. Die Tabelle der Bundesliga. Der Aushilfsinnenverteidiger bekam nach dem Spiel ein Sonderlob. Julian hat das sehr gut gemacht, meinte Favre nach dem Spiel. Auch Sportdirektor Michael Zorc lobte im ZDF, er hat heute wieder eine blitzsaubere Leistung auf der Position gebracht. Dafür, dass er sein ganzes Leben immer im Mittelfeld gespielt hat, war das schon eine ganz tolle Leistung. Anzeige, jetzt das neue Trikot von Borussia Dortmund bestellen. Hier geht's zum Shop, die blitzsaubere Leistung Weigels verdeutlichen auch seine Zweikampfwerte. Laut Deltata gewann er 62% seiner Zweikämpfe, gemeinsam mit Lukas Piszczek war das der Bestwert auf Seiten der Dortmunder. So kurios das klingt, die beiden Dortmunder, die mit ihren starken Leistungen quasi dafür verantwortlich sind, dass Weigel im Mittelfeld aktuell keine Chance hat, waren einer der Gründe, warum Weigel in ungewohnter Position glänzen konnte. Witzel und Delaney sind Mentalitätsspieler. Solange die da stehen, ziehen die Dortmunder das durch, lobte Sport1-Experte Reinhold Beckmann die Neuzugänge im Check-2-4-Doppelpass. Eine Lösung auf Zeitl, den Lobgesängen zum Trotz, sollte allerdings auch nicht außer Acht gelassen werden, dass die Dortmunder Notabwehr schon das eine oder andere Mal von den umschaltstarken Leipzigern in Verlegenheit gebracht wurde. Doch am Ende stand, auch dank Torwart Roman Bürki, die Null. So sehr Weigel die aktuelle Situation, plötzlich wieder gebraucht zu werden, auch genießen mag, eines wird auch er wissen, er ist nur eine Lösung auf Zeit. Akanji wird zwar noch eine Weile ausfallen, doch Diallo gab bereits gegen Leipzig sein Comeback. Auch die Rückkehr von Sagadou und Toprak ist absehbar. So wird sich Weigel in der nächsten Zeit weiter Gedanken um seine sportliche Perspektive machen müssen. Denn an Witzel, Delaney wird es für ihn wohl kein Vorbeikommen geben. Möglich, dass ihn die Zukunft wieder mit dem Mann vereint, der ihn einst in Dortmund zum Stammspieler machte, PSG-Trainer Thomas Tuchel soll Weigel zu seinem Wunschspieler auf der defensiven Mittelfeldposition auserkoren haben, am liebsten noch in diesem Winter. Doch einem Winterwechsel schob Zorc im ZDF einen Riegel vor. Er bleibt auf jeden Fall bis Saisonende bei uns, erklärte die BVB-Ikone. Genug Zeit für Weigel also, sich über seine sportliche Zukunft klar zu werden. Und der BVB hat solange noch eine weitere Mittelfeldoption und neuerdings auch einen zusätzlichen Aushilfsinnenverteidiger.